Auf der Inneren erkundigt sich ein Ehepaar bei Dr. Jutta Traub nach einer Rentnerin, die am Morgen mit Bluthochdruck eingeliefert wurde. Der Pflegedienst, der sich um die 68-Jährige gekümmert hat, während ihr Sohn und die Schwiegertochter im Urlaub waren, hatte Unregelmäßigkeiten festgestellt und einen Rettungswagen gerufen. Oh, du machst Sachen, Mann, Schatz. Ich mach gar nichts. Die haben mich hier einfach hin verfrachtet. Das war bestimmt nicht ohne Grund. Ich hab gehört, was haben Sie denn Schönes mitgebracht? Gib noch mal. Die haben mich hier einfach hin verfrachtet. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Guck mal, Liebes. Ach, erstmal bist du hier gesund und wir haben dir was mitgebracht. Guck mal. Ich bin gesund. Blumenkerne, Datteln, Honig für mein kleines Schleckermäulchen. Den isst du doch so gerne. Ein bisschen Brot dabei. Soll ich dir das mal darüber stellen? Schwarzmeerküste Türkei. Prinzipiell ist es immer schön, wenn der kranke Patient was mitgebracht kriegt. Also es heißt halt immer, dass die Angehörigen sich kümmern oder dass die Angehörigen halt auch Interesse an den Menschen zeigen. Aus dem Ausland ist es halt immer so eine Sache. Meistens ist es völlig unkritisch, aber je nachdem, wo man halt ist oder was man halt mitbringt, kann da schon halt irgendwie was drin sein, was halt nicht so ohne weiteres genossen werden kann. Ich habe keinen Bluthochdruck. Doch, ich hab Schätzchen, du hast noch nie gehabt. Nein, ich habe Frau Doktor. Immer niedrigen Blutdruck. Ja, wann haben Sie denn das letzte Mal vorher den gemessen? Eigentlich nicht. Eigentlich nie. Wir wollten uns auch mal immer ein Gerät kaufen. Ne? Also ab einem bestimmten Alter auf jeden Fall ist es schon sinnvoll, ab und zu mal Blutdruck zu messen, damit man einfach weiß, was Sache ist. Und deshalb sind sie jetzt hier, weil sie medikamentös eingestellt werden. Ne? Also wird halt genau immer kontrolliert, wie der Blutdruck ist. Und dann das für sie optimale Antihypertonikum, das ist ein Mittel, das den Blutdruck senkt, eingesetzt. Also macht er mir so ein Ding hier dran gemacht. Genau, das ist alles nur zur Vorsorge. Nur für dein Bestes. Damit, wenn irgendwas ist, so können wir direkt. Das ist so alles gut. Das ist deine Mama, ja? Ja, aber hörst du doch, ist doch gar nicht so schlimm alles, deswegen. Schlimm, alles ist schlimm, Krankenhaus ist schlimm. Macht es denn Sinn, sich so privat so ein Blutdruckmessgerät zu kaufen? Das ist immer ganz gut. Diese mittlerweile sind sie auch sehr zuverlässig. Wie lange musst du denn noch drin bleiben? Hast du alles hier? Ich bin in 2 Tagen draußen. Ja, guck mal, also komm. Wir machen das auch so. 4 Tage lang bleiben wir hier. Wir wollen noch das Herz richtig untersuchen, weil die Folge von einem Bluthochdruck ist einfach Herz-Kreislauf-Komplikation. Das kann das Herz angreifen. Deshalb wollen wir wissen, wie der Zustand vom Herzen ist. Und dann können Sie wieder heimgehen. 4 Tage. Du bist ja weit dann wieder raus, ne? Ja. Okay, ne? Ciao, ne? Also ich gehe schon mal vor, ne? Ja. Bis gleich, ja, tschüss, ne? Ciao. Der ist furchtbar. Kommt aus dem Urlaub, eigentlich müsste man ja denken, der hat ein bisschen entspannt. Ruhe. Ja, der nicht. Entspannt, der nein. Steht ganz ich bin ja nie krank und der hat's nicht mit Krankenhäusern und mit Kranken. Und das ist für den was ganz, ganz Fremdes, dass die Mama auf einmal im Krankenhaus liegt. Ja, da kann der nicht mit umgehen. Ja, wir wissen. Nee. Schätzchen, pass auf. Ich guck mal, wo dein Sohn abgeblieben ist. Ich komm wieder. Ich bring dir noch ein paar Zeitschriften mit. Ja. Sonst hast du alles. Genug Nachtwäsche, Seife, alles da. Alles da. Super. Alles da. Die haben Mäuschen. Ja. Nimm ein bisschen, naschen ein bisschen. Ne? Wir sehen uns morgen. Was die empathische Schwiegertochter der Patientin nicht weiß, am nächsten Tag wird die 68-Jährige kaum mehr wiederzuerkennen sein. Der Zustand der Patientin hat sich am Morgen schlagartig und aus bislang ungeklärten Gründen dramatisch verschlechtert. Oliver, mein Junge! Was ist denn passiert? Sie erkennt mich ja gar nicht mehr. Es geht ihr schlecht. Ich habe sie untersucht und sie ist zeitlich und räumlich nicht orientiert. Sonst grob neurologisch okay, aber wir müssen unbedingt einen Notfall-CT anmelden. Und dann zwecks weiterer Überwachung sie auf Intensivstation. Auf die Intensiv muss sie auch? Auf jeden Fall. Dass es vielleicht doch ein Schlaganfall ist. Oh Gott, ein Schlaganfall? Ja, alles müssen wir ausschließen. Man muss es einfach ausschließen. Okay. Und dass sie mich nicht erkennt, woran kann das liegen? Das wissen wir jetzt noch nicht. Deshalb müssen wir noch weiter untersuchen. Anfangen mit Demenz, oder? Wo ist denn Ihr Mann? Der müsste eigentlich hier sein. Ich habe ihn auf der Arbeit angerufen. Er sollte eigentlich sofort kommen. Ich weiß nicht. Es geht einfach nicht ans Telefon. Wir sind dabei, alles zu checken, zu prüfen, um auf die Ursache zu kommen. Warum, weshalb? Okay? Kann ich mit so intensiv? Wir fahren jetzt auf jeden Fall zu CT und anschließend auf Intensiv. Der Zustand von Frau Burg veränderte sich auf einmal schlagartig. Der Blutdruck sackte ziemlich ab. Sie wirkte schon sehr verwirrt. Er kannte ihre Schwiegertochter auch gar nicht mehr. Da musste sie natürlich neurologisch untersucht werden. Sie musste auf die Intensivstation verlegt werden. Ja, und dass der Sohn nicht erreichbar war, war auch schon sehr verwunderlich.
Die Rentnerin wird zunächst zum Schädelscan gebracht, wo man einen Schlaganfall ausschließen möchte. Derweil wartet auf Dr. Jutta Traub schon die nächste Patientin und mit ihr die nächste Herausforderung. Kurt Stern, ja. Die Frau mit dem Tauchtauglichkeitsschein, ist die verkabelt. Belastungs-EKW, genau, die ist verkabelt. Super, dann gucken wir sie da. Ich kann Ihnen nur schon mal sagen, die ist absolut zickig, die hat da keine Lust. Nee, sie möchte nicht. Warum? Ja, sie fühlt sich sportlich genug, sie möchte nur abgehört werden. Okay. So. Hallo, Frau Glocke. Jetzt machen wir ein Belastungs-EKG, ne? Aber ich habe auch mal eine Frage, also wieso jetzt Belastungs-EKG, weil ich will ja nur einen Tauchschein machen. Also ja. Ich dachte so Lunge abhören und so weiter, aber jetzt hier bewegen, Sport. Sie sehen ja, dass ich sportlich aussehe. Richtig, also wozu jetzt? Richtig. Aber es geht darum, ob Sie bei einer extremen Belastung und 18 Meter Tauchen runter, ist eine extreme Belastung, ob das Herz das einfach mitmacht. Oder also, dass es den Rhythmus behält und dass alles regulär verläuft. Na? Ja gut, aber ich bin ja sportlich. Also ich habe jetzt echt gesagt, nicht so viel Bock hier drauf, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Frau Glocke körperlich einfach super fit ist. Also vom ersten Eindruck her hatte ich da überhaupt keine Bedenken gehabt. Und dass sie sich da so gesträubt hat gegen eine Untersuchung ihrer Leistungsfähigkeit, das hat mich schon etwas stutzig gemacht. Also jetzt geben Sie einfach Gas, treten Sie ordentlich in die Pedale rein. Das kriegen Sie hin, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin nebendran, habe einen Monitor und kann das sehen. Ja, in Ordnung? Unbedingt sein muss. Ja, das muss sein. Das schaffen wir schon. Alles klar, dann bis gleich. Ja. Bis gleich. So, dann. Während des Belastungs-EKGs wurde die Frau Glocke relativ rot. Sie bekam ein sehr schweißiges Gesicht. Also es wurde sehr, sehr stark rot, schon relativ auffällig, sodass ich die Ärztin hinzugerufen habe, damit sie einmal einen Blick drauf wirft. So. Oh. Mal aufhören zu trampeln, bitte. So, was von ist den Werten her ist das alles in Ordnung. Ihr Gesicht ist ja knallrot. Ja, genau. Deswegen möchte ich das ja nicht machen, weil ich immer so aussehe, wenn ich Sport mache. Okay. Ich mache auch immer die Werte sind alle okay. Die Werte sind in Ordnung, ja, ja. Also sie hat echt super Werte. Also vom Sport ist das überhaupt gar kein Problem. Ja, aber es kann nicht sein, dass ich immer so rot werde. Ich mache zu Hause nur noch für mich alleine Sport. Okay. Ich kann gar nicht rausgehen und Sport machen, weil ich immer aussehe wie so ein Hummer danach. Das ist eine Hautirritation, das nennt man Rosacea. Da wird die Haut bei Belastungen, bei Stress, bei Aufregung, bei körperlicher Anstrengung halt leicht rot. Das ist die leichteste Form, die Sie jetzt gerade haben. Das ist aber kein Grund, keinen Sport zu machen. Aus. Ich dachte, ich komme hier hin, mache einen Lungentest. Das ist, Rosacea zählt zu den Autoimmunerkrankungen. Also man weiß nicht richtig die Ursache. Also was diese Fehlfunktion, Fehlreaktion, Fehlfärbung der Haut letztlich verursacht. Auch die Talgdrüsenproduktion kann irgendwann betroffen sein. Und es kann Zellwachstum auftreten, also Wucherungen im Gesicht, Pickel. Kann ich solange die Werte machen, in Ordnung sind, ist das eigentlich. Also man kann, das heißt, keine aggressiven Kosmetika nehmen, ganz milde, am besten nicht seifenhaltige Seifen nehmen, also mit einem pH-Wert, der unter 7 ist, ne, also deutlich unter 5,5 wäre super. Und jetzt sehen Sie es doch mal positiv. Sie haben diesen Tauchtauglichkeitstest wirklich super bestanden. Sie fahren nächste Woche, wo fahren Sie hin? Ägypten? Ja, super. Ne? Gehen Sie zuerst mal tauchen und ich denke, wenn Sie dann wieder zurück sind, dann gehen Sie das Problem einfach ein bisschen mehr an. Und nehmen Sie bitte mit, Feuchtigkeit gehört auf die Haut und ganz milde Waschsachen. Rosacea ist eine Krankheit, die betrifft vor allem die Haut, also die Optik. Da ist halt das Zusammenspiel zwischen der Weite der Gefäße, der Entzündungsreaktion und der Hautzellen, die letztlich halt davon betroffen sind, und die Ursache für die typische im Primärstadium Rötung der Haut. Vielen Dank. Ich mache die Dokumente fertig, dann können Sie es gleich mitnehmen. Den Rest ruft aus, genau. Okay. Vielen lieben Dank. Ja. Schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Ciao. Für die 27-Jährige geht es nach Hause. Für die Ärztin zu Dr. Reza Sina. Er hat Neuigkeiten von der Rentnerin mit der plötzlichen Verwirrtheit. Ein Schlaganfall wurde als Ursache ausgeschlossen. Und auch eine andere Erklärung gibt es derzeit nicht. Während die Schwiegertochter noch immer verzweifelt versucht, ihren Ehemann zu erreichen, folgt die nächste Hiobsbotschaft. Und die schlimmsten Befürchtungen der 43-Jährigen werden wahr. Ich mache mir solche Sorgen. Ja, auch der war gestern schon so komisch. Entschuldigung, bekommen. Ich habe gerade den Anruf bekommen. Ja. Oliver Burg, Ihr Mann, wird eingeliefert. Mein Mann? Sofort. Sind Sie so lieb, bleiben Sie ganz ruhig sitzen. Wir ruhig sitzen bleiben, uns, was ist denn passiert? Jetzt, was los ist. Ich bleib hier nicht sitzen. Okay. Hi. Oliver. Oliver, Schatz. Hallo. Wie geht's dir? Lass mal erst mal intensiv reinfahren.
Herr Burg war bei der Arbeitsstelle zusammengebrochen, hatte niedrigen Blutdruck, hatte niedrigen Puls. Die Pupillen waren relativ eng. Wir haben ihn dann direkt über die Notaufnahme dann, die haben uns gebeten, ihn direkt auf die Intensiv zu bringen. Also hat er keine äußerlichen Verletzungen von dem Unfall mit dem Auto auf der Arbeit also passiert? Nein, nein, er war auf der Arbeit, hat gestanden und dann einfach umgekippt. Wie heißen Sie denn? Peter. Olli. Familienname? Berg. Wissen Sie, wo Sie sind? Berg. Wissen Sie, wo Sie sind? Ja. So, ja. Krankenhaus. Okay. Wenn du dann an Monitor anschaust, Mila und den Blutdruck misst, die kümmern Oliver, sich. Ich bin deine Uli. Aber was Krankenhaus? Also, sie kann mich auch nicht erkennen, wie meine Schwiegermutter. Genau dasselbe. Bleiben Sie ganz ruhig. Es ist interessant. Ja. Komisch. Die gleichen Beschwerden, gleiche Symptome wie die Mutter. Ja. Ne? Auch so desorientiert. Ja, leider, genau. Blutdruck runter. Ne? Halluziniert auch. Weiß mir fällt gerade was ein. Ja. Haben Sie irgendwas gegessen? Wir haben Sachen aus dem Urlaub mitgenommen. Da, und da hatten wir so ein paar Korb, ne? Datteln gegessen, Oliven. Und mein Mann hat sich heute Morgen eine Schnitzel gemacht mit Honig. Ich meine, ich esse keinen. Den hat er, ich weiß nicht, ob der für Arbeit gegessen hat. Also ich habe da gerade, wir rufen da mal jetzt auf Station an, ob die Frau Burg auch von dem Honig gegessen hat. Sie hat gestern auch Honig mitgebracht. Ja, natürlich. Sie haben aber vom Honig nicht gegessen. Ich esse keinen Honig, aber meine Schwiegermutter liebt Honig. Deswegen ich habe da noch so eine Idee von der Uni. Da gibt es irgendwie so eine... Wir gucken am Schwarzen Meer waren Sie, oder? Ja. Wir recherchieren. Beim Stichwort Honig scheint Dr. Jutta Traub ein Licht aufzugehen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Reza Sina stellt sie Nachforschungen im Internet an. Mit Erfolg. So, also mit Erwartung vom toxischen türkischen Rhododendron-Honig. Ach, der pontische Honig. Genau das war, da habe ich dran gedacht. Also wir haben so erfahren, dass der Sohn schon von dem Honig gegessen hat, hat ein Honigbrot gemacht zum Mitnehmen bei der Arbeit. Und wir haben auch herausgefunden, dass die Mutter auch hier von diesem Honig gegessen hat und die Schwiegertochter nicht. Also es müsste irgendeine Verbindung geben, eine Kombination zwischen dem Honig und dieser Vergiftung. Deshalb haben wir sofort im Internet nachgeguckt und haben wir herausgefunden, dass bei dem pontischen Honig an und für sich mehr ein Rhododendron-Gift eingereichert oder angereichert ist. Und das war uns klar, dass es durchaus das die mögliche Ursache sein kann. Den Honig müssen wir ja untersuchen. Auf jeden Fall. Auf dieses Gift vom Rhododendron. Was ist denn jetzt? Was haben Sie da geredet? Uns ist aufgefallen, dass Sie haben Ihren Präsentkorb mitgebracht. Ja. Und Ihr Mann hat heute Morgen offensichtlich Honig gegessen. Ja, der hat sich am Brot mit zur Arbeit genommen. Aber was heißt das jetzt? Genau. Ja. Sie haben aber von dem Honig nicht gegessen. Nein. So, jetzt müssen wir herausfinden, ob Ihre Schwiegermutter davon gegessen hat. Ja, und selbst wenn, was hat mein Mann dann? Was hat er denn jetzt? Dann wird es vielleicht an dem Honig liegen. Und der Honig wird untersucht. Und was hat er dann? Das ist ein Gift in dem Honig drin. Er ist vergiftet oder was? Ein Nervengift, ja, aber das baut sich relativ rasch wieder ab. Und man kann es recht gut therapieren. Aber er ist in guten Händen. Kann ich den jetzt mit meinem Mann rein? Es gibt sofort. Es gibt ein Gegenmittel dafür, sogenannte Antidot. Wenn wir ihm spritzen, dann wird er sehr schnell wieder klar werden. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen oder irgendwas? Oder Folgeschäden? Nicht bekannt, nein. Nein. Nein, der wird sich vollständig erholen. Und dann ist das, was meine Schwiegermutter auch hat. Wahrscheinlich. Das müssen wir rausfinden. Aber kann ich den jetzt zu meinem Mann? Ja, Sie können auf jeden Fall zu Ihrem Mann. Während die Ärztin sich auf die Suche nach dem Präsentkorb aus der Türkei macht, betreut Dr. Reza Sina den Patienten und auch dessen völlig verzweifelte Ehefrau. Die 45-Jährige macht sich schwere Vorwürfe, denn sie hat den besagten Honig gekauft. Warum erkennt er mich denn nicht? Ist das wegen dem Gift? Ja, wir vermuten, und wenn es so ist, allein mit der Injektion, wird es auch sehr schnell besser. Nein, ich kaufte und sie haben noch gesagt, das wäre so gut und gesund. Ja. Oh Gott, ich hab dich vergiftet, mein Schatz. Eine Stunde später ist Dr. Jutta Traub zurück auf der Intensivstation. Dort hat sich mittlerweile auch die Mutter des Mannes eingefunden. Beide Patienten fühlen sich bereits etwas besser. Gespannt wartet die Familie auf Neuigkeiten der Ärztin. Bist du fündig geworden? Was ist passiert? Und ob. Das
war die Ursache. Das war der Grund. Das ist der Honig. Ja, ja. Das ist pontischer Honig, wie wir recherchiert haben. Das ist aus der Türkei. Und ja, der kommt aus der vor allem kommt er von der Schwarzmeerküste. Das Problem bei diesem Honig ist, dass die Bienen offensichtlich ganz, ganz viel von diesem Rhododendron, das im Unterholz wächst. Also das muss, ich war selbst noch nicht dort, aber es muss eigentlich voll Rhododendron sein. Und dieses Rhododendron-Pflanze, die bildet ein Gift und das lagert sich dann im Honig an. Die Bienen transportieren das und machen daraus ihren Honig. Sie haben auch davon gelacht, oder? Ich habe auch davon gegessen. Ich habe sie noch ermuntert dazu. Ja. Und der war so lecker. Ja. Ja. Aber gut, dass wir das so rausgefunden haben. Das ist wirklich klasse. Ne? Das habe ich noch meine Lieben vergiftet. Also. Das brauchen Sie jetzt keine wissen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Prognose von beiden ist super gut. Das hat man schön gesehen. Die haben sich beide recht schnell erholt. Die Mutter konnte ihren Sohn sogar auf Intensivstation schon besuchen. Und das wird keine Spuren mehr hinterlassen. Mutter und Sohn haben sich vollständig von der Vergiftung erholt und das Krankenhaus nach 3 Tagen wieder verlassen. Ihren Blutdruck kontrolliert die 68-Jährige jetzt regelmäßig mit einem Messgerät für zu Hause. Doch seit sie in der Klinik medikamentös eingestellt wurde, sind keine Probleme mehr aufgetreten.